ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Diese Blutgruppe H. H von Hurensologie kommt das, ne? Ich denke, man wird damit geboren. So wie der Beamte zu den Knacki geht und sagt, kannst du mal, komm ich dann hin, Bruder, ich gebe dir einen Schein, ich sag, kannst du mal für uns einkaufen, ich lade dich auch zum Essen ein, so, aufgeregt. Ja, ich hab noch, ja, okay, mach ich. So, ne? Weil der Schrank stand in der Mitte, mein Bett stand, Bruder, Skandal. Wir haben auseinandergegangen. Was ist auseinander? Wenn ich dir sage, ich schwöre es dir, und ich war so akkurater Freak, so, ich hab so alles schön sortiert. Aber Bruder, die wussten, dass du nicht da bist. Richtig. Das heißt, da kommt Abu Snitch, der geht zu Abu Sharmut und der sagt, hör mal zu, ja, war nicht, ich glaube, wir hätten euch Handy. So. Egal, ob 1 Gramm rein theoretisch, ob 1 Gramm ist oder ob es okay. Das ist nur für die Einfuhr. Und dann wird noch gewogen, was du mitgebracht hast. Mhm. So. Und so kam auch eine Menge Zeug dahin und der ganze Knast war verseucht. Ne? Die Jungs sind da, die Junkies sind umgefallen wie die Fliegen, Alter. Weil das Zeug war zu stark. Die haben sich ihre Knaller gemacht. Knaller ist Nadel setzen, spritzen. Ne? Also das ist so eine Sache. Heroin kommt auch rein. Gibt so Substitutionszeug, so für, das heißt für so Suchthemmer, Subutex, Benzodiazepine, Alkohol wird da selber gebraut. Unter anderem. Wie machen die das? Bruder, aus überall, wo Hefe drin ist, aus Brot zum Beispiel, aus Brot und Tomatenmark. Wie? Kannst du das mal erklären? Ja, Bruder, das heißt so, die nehmen das Brot, muss ich appellieren an die Russen, oder die sind hardcore dabei, so, die können das am besten. Das sind die besten Brauer, ha? Hardcore. Die brennen sogar Schnaps, die sind anders. Verkaufen die das denn da? Ja, ja. Ja, so verdient, jeder macht da sein Ding, damit er über die Runden kommt. Ne? Das Problem, die Scheiße stinkt, Digga. Die stinkt. Brutal, Alter. Das riechst du auf einen Kilometer, wenn da. So fliegen die meisten auch auf. Du brauchst ja auch ein Ventil. Ich glaube, an der Stelle musst du auf jeden Fall auch noch mal was einblenden, weil das sieht crazy aus. Also, so jetzt zur Zeit, wie das war: 10 Liter Eimer. Eine versteckt unterm Bett, dann wird da ein Brot reingetan, Tomatenmark, ein bisschen Zucker und eventuell auch, wenn keine Hefe da ist. Es gibt Leute, die schmuggeln so extra Hefe da rein. Und dann wird das zum Gern unterm Bett gelassen. So, wie macht man das, damit der Geruch nicht entweicht? Das heißt, die Jungs machen eine Mülltüte drüber und sobald dich aufbläst, müssen die gucken, entweder wenn die Tür auf ist, kurz zum Duschen oder so, wird die Tüte abgezogen, damit einmal diese ganze Keule, dieser Geruch von diesen vergorenen... Aus dem Fenster. Genau, damit es einmal durchzieht. Wenn du Pech hast, zieht es in die andere Richtung, Richtung Flur, dann riecht das jeder, man weiß halt nicht, woher es kommt. Oder Leute, die anderen, es gibt auch, die machen das in Flaschen, 1,5 Liter Flaschen, mehrere, dann wird der Deckel oben aufgeschraubt, also wird ein Loch reingeschnitten und dann kommt dann... ein Stück Schwamm rein. So entweicht die Luft immer langsam. Kannst du mir folgen? Ich folge dir, oder? Nee, da kommt ein Stück Schwamm rein, okay. Sodass langsam die Gase rauskommen, sodass es nicht extrem riecht. So nach einer Woche, Digga, hast du meistens. Ja, und dann, wie machen die Schnaps? Die nehmen die Plörre da. Richtige Chemiker hier sind. Ey, richtig, ja, Mann. Die nehmen die Plörre und kochen das. Auch krass. Also, das heißt, er nimmt die 10 Liter Eimer, der tut diesen Wein rein. Weil Wein im Endeffekt, du schmeckst es nicht aus, ob der aus 0815er Wein, du schmeckst, glaube ich, nicht den Unterschied zwischen, es riecht 1:1 genauso. Es sieht so aus. Also schmeckt das gut, Bruder? Hast du es probiert? Nein, Bruder. Hast du es probiert? Nein. Warum? Bruder, das ist zu danger, Bruder. Der eine oder andere hat schon ein bisschen, Bruder, der eine oder andere hat schon den Magen verstimmt. Der eine oder andere hat schon hart den Magen verstimmt, Bruder. Weil das so viel Alkohol drin ist? Nein, Bruder. Bruder, der eine, Bruder, der lässt die Plörre eine Woche unterm Bett stehen, Habibi. Du weißt nicht, was los ist. Weiß ich nicht, vielleicht hat er eine Fliege reingeschissen oder so, man weiß nie. Er macht es ja ohne, es ist nicht keimfrei, würde ich mal sagen, ne? Okay. Da ist nichts steril oder irgendwas. Hauptsache Knallbruder. Hauptsache so und nach dem Motto, so. Okay. Ja, Mann. Und dann, wenn die das brauchen, es gibt Wasserkocher, diese Wasserkocher tun die dann in diesen 10 Liter Eimer, der wird dann bis zur Hälfte gefüllt. Dann kommt der Wasserkocher rein und im Eimer hängt mit 3 Fäden ein Töpfchen, ja? Ja. Die Flüssigkeit oben kocht, dann ist da ein Deckel. Der Deckel, diese Tüte, die nach unten gebeult ist, das ist kaltes Wasser. Du musst bedenken, auf dieser Folie, auf diese Tüte, die wird gespannt so ein bisschen, dann kommt da kaltes Wasser rein. Unten drunter ist ein Behälter, wie so eine Tasse, die ist mit 3 Fäden am Rand vom Eimer befestigt. Muss man an der Stelle echt ein Bild einblenden, damit Leute das verstehen. So, das heißt, durch das kalte Wasser oben drüber, auf der Tüte, die über den Eimer gestülpt ist, und unten drunter durch den Wasserkocher,
durch den Tauchsieder, der den Wein, das, den Wein erhitzt, steigt der Dampf nach oben und durch dieses kalte Wasser, was auf der, in der Tüte ist, destilliert das. Und da die Tüte so gespannt ist, tröpfelt der pure Alkohol unten in den Behälter. Und das macht er dann ein paar Stunden, dann hat er seinen Schnaps. Das tropft einfach da rein so. Genau, weil Alkohol verdampft ja früh, bei niedrigen Temperaturen. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen, Bruder, bei dieser, wie heißt das nochmal? Moonshiner. Ja, Mann, genau, das? Ja, nochmal, genau so. Diese Moonshiner, Bruder, genau so. Das ist ein großes Steam. Richtig, genau, mit so riesigen Kesseln. Ja, genau. Genau so, was ist das? Okay, ich und das Zeug ist, Bruder, das Danger. Man sagt, da wird man auch blind von. Ne? Aber die Leute ballern sich trotzdem, Bruder. Krass. Du weißt, wenn Silvester ist, Skandal da. Und Bruder, wie sieht denn zum Beispiel so eine Zellendurchsuchung aus, Bruder? Boah, übel, Bruder. Wie ist das denn? Also, natürlich, man hat Verdacht, vielleicht einer zinkt den anderen immer zu, wer da. Hier die Informationen, lesen Informationen, nochmal Informationen, der Wetter kommt zu irgendeinem, weiß, der ist ein bisschen labil. Ja. Hast du Informationen für mich? Irgend so ein oder Gang und Gebe. Oder da kommen die, okay, da gibt es was zu holen. Gang und Gebe, Bruder. Gang und Gebe. Ja, Punkt 1 ist, der Zinker, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, diese Blutgruppe H. H von Hurenzoologie kommt das, ne? Ich denke, man wird damit geboren. Weil ich glaube nicht, oder ich persönlich, ich könnte mir niemals vorstellen, um mir einen Vorteil zu verschaffen, irgendwo hinzugehen, wie so eine Kanalratte. Und sage, ey Chef, der hat unten im Keller vergessen, das Licht auszuschalten. Solche Leute, Bruder, das sind, aber ich glaube, so wie ich das beobachte, das liegt den Leuten im Blut. Entweder wirst du als Hurensohn geboren oder nicht, Bruder. Weil du kannst nicht, ich weiß es. Also, da gibt es viele, Mann, viele. Und das Schlimme ist, die Ratte kann sich nicht vorstellen, dass so einer wie ich sich seinen Weg schön gestaltet hat, mehr oder weniger im Knast. So. Sagen wir mal so, ich hatte den Luxus, den keiner hatte. Warum, Bruder? Wenn so ein verkackter Beamter auf meinen Teller geguckt hat, Bruder, habe ich Garnelen geballert und Filet Mignon. Walla. Zu Weihnachten, ja, mein Bruder, das, was sein Kumpel geschmuggelt hat. Weißt du, der guckt, der hat schon Futternheit, weiß ich genau, ich habe alles richtig gemacht. Warte mal, Bruder, du hast Filet Mignon? Ja, Bruder. Und Garnelen gegessen? Ja, ja, Black Gefängnis, Tigers, Bruder. Ja, Mann, normal. Wie hast du das gemacht? Bruder, du machst das, ist wie wenn der, ich sag mal so, umgekehrte Psychologie, so wie der Beamte zu den Knacki geht und sagt, kannst du mal, komm ich dann hin, Bruder, ich geb dir einen Schein, ich sag, kannst du mal für uns einkaufen, ich lade dich auch zum Essen ein, so, aufgeregt. Ja, ich hab noch, ja, okay, mach ich. So. Ne? So ist das. So und dann geht er für dich draußen einkaufen, bringt dir das mit. Bruder, und du kochst es in deinem Zimmer. Bruder, sogar Aldi war Luxus. Aldi-Tüte kommen, Bruder, war wie Weihnachten. Ja, Mann, ja. Wie hast du dein Geld verdient im Knast, Uli? Bruder, was heißt Geld verdienen, Bruder? Ich hab. Es kam so. Ja. Bruder, es kam so. Was heißt, ich hab die richtigen Fäden gezogen. Sagen wir es so. Du hast die ohne die Grenze zu überschreiten. So, wenn du kannst auch nur mit deinem Wissen gut Geld machen. So. Ich verstehe. Bro. Verstehst du, du musst nicht unbedingt Hardcore irgendwas machen, sodass du... Ohne zu zinken, nicht, dass nein, du falsch verstehst. Nein, 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 um Gottes Willen. Guck mal, genau, da wollte ich drauf hinaus. Die Ratte, der Zinker kann sich nicht vorstellen, wie so ein zum Beispiel, wie ein Walid, so durch den Knast gegangen ist, ohne zu zinken. Weil der Zinker denkt, ich muss zinken, damit ich Bonus habe. Aber Bruder, der Staat und die Justiz lieben den Verrat, aber hassen den Verräter. Und das vergessen die meisten. Du bist immer noch eine Ratte in deren Augen, Bruder. Auch das heißt, du gehst so und du sagst, boah, der Walid hat das und das und das gemacht. Waren viele, Bruder. Ich will jetzt keine Namen nennen, da sind viele, viele, viele. Viele Jungs, auch viele jetzt, die Publicity haben so. Ja, und die bekannt sind, berühmt. So Kanalratten, Bruder. Verstehst du? Und wie ist das denn, Bruder? Die kommen dann, die suchen dann die ganze Zelle. Die kommen dann mit mehreren Beamten? Kommt drauf an, ob es eine Razzia ist, kommt drauf an, wie schlimm das ist. Okay. Also wenn es was richtig Heftiges ist, wo die sagen, oh, fetter Drogenfund oder Waffe oder Ausbruchsmaterial, Bruder, kommt Rolltrupp, Rollkommando, Bruder. Was ist das? Die kommen, Bruder, die kommen wie SWAT-Team, Bruder, in Science-Fiction-Film. Nicht in Realität, richtig, komplett, Bruder, mit Helm, Halskrause, gepanzert, mit diesen Dings, wie heißt es, mit diesen Schutzschilden. Kommt ganz drauf an, Oder in der Regel ist das so. Also ich sag dir, was mir passiert ist oft, ist Folgendes. Selbst die Beamten werden ja misstrauisch. Oder wenn ein Beamter merkt, du bist mit den einen Beamten gut, der fuckt dich ab. Denkt, ah, guck mal, vielleicht manipuliert. Die sind auch unter sich übertrieben am Snitchen, Alter. Krass. Aber richtig hardcore am Snitchen. So, wo ich denke, dicker, Alter, mach mal diesen Wappen weg, Alter.
Und dann ist es nicht rum. Blamier dein Land nicht so. Du musst so vorstellen. Also ich gehe zur Arbeit, Bruder. Einen Tag, so, ich gehe arbeiten, so, ich ausrücken, so, ich mache ein bisschen was, so, Resozialisierung, so, ein bisschen arbeiten. Ich komme so nach der Arbeit zurück, der Beamte macht meine Tür auf. Ich sage zu ihm, ey, warte mal, stopp, das ist die falsche Zelle. Er so, nein, das ist ihre Zelle. Ich gucke rein, Bruder, als wenn eine Bombe eingeschlagen ist. So, deine Zelle? Ja, Mann, ich habe den nicht erkannt, weil der Schrank stand in der Mitte, mein Bett stand, Bruder, Skandal. Die haben auseinandergelegt. Was ist auseinander? Wenn ich dir sage, ich schwöre es dir. Und ich war so akkurater Freak, so, ich habe so alles schön sortiert. Aber Bruder, die wussten, dass du nicht da bist. Richtig. Das heißt, da kommt Abu Snitch, der geht zu Abu Sharmut und der sagt, Amazon, ja, ich glaube, wir hätten noch ein Handy. So. Wir hatten ein Handy. Zum Beispiel. Und Abu Sharmut nimmt die Info um Abu Snitch und will mich snitchen. Aber dabei liegt das Handy bei seinen eigenen Kollegen, der Beamte im Büro. Der bunkert das für mich und der Idiot weiß das nicht. So, Bruder. Verstehst du? Ich verstehe, Mann. Scheiße, Mann. Das ist ganz, ganz kompliziert, Bruder. Ganz. Ich sag dir, der eine bumst den anderen. Der eine bringt dir Handy, der andere will dich bumsen. Mann. Der eine nimmt dich hoch. Der eine verkauft dir das Handy. Die gleiche Schicht, Bruder. Als wenn er ihn sagt, ich hab den gerade ein Handy verkauft. Geh den hochnehmen. Warte mal, der Wärter verkauft dir das Handy? Bruder, radikal, normal, mein Bruder. Und danach sagt er, ey, ich hab dir gerade ein Handy verkauft, nimm den mal hoch. Ja, Bruder. Gib mir das Handy wieder. Ja, ist normal. So, okay. Bruder, ich hab alles erlebt. Was? Ich hab so einen Typen Beamten gesehen, Alter, das ist unglaublich. Der hat monatelang geschmuggelt, Bruder. Monatelang hat er den ganzen verdammten Flügel versorgt. Mit sogar was? Mit Spice, der Hundesohn. Mit Drogen, mit... Bruder, diese Spice auch noch, diese Spice, dieses chemische Zeug, die Leute sind behindert geworden. Was ist das? Bruder, ich hab's nur gesehen, Bruder, aber wallah, ich glaube, es knallt übelst, was ich da gesehen habe. Hör zu, der eine, Bruder, du musst vorstellen, Essenausgabe, der eine steht, Hose runter, so, sein Lulu auf 7:30 und der hält sein Tablett und wartet auf sein Mittagessen, aber der ist nackt, der merkt das nicht. Krass, der muss schon komplett... Und du redest mit dem Essen, der macht so komische Geräusche, Alter, der kann nicht mehr reden. Spice ist so ein Abfallprodukt, Bruder, aus Indien, wo die in irgendwelchen Gossen irgendwelche Kräuter mit Chemikalien besprühen. Ja, das Problem ist, Bruder, ich, wallah, wenn du diese, ey, Gossen, Bruder. Wallah, ey, oh, Bruder, das ist heftig, Bruder, das ist heftig, weil keiner weiß, was drin ist, die Leute rauchen es, weißt du warum? Weil es ist nicht nachweisbar, es gibt keinen Drogentest dafür. Braucht man das? Ja, Bruder, das Schlimme ist, es riecht nicht, jetzt das Neue kann man sprühen. Die sprühen das auf Tabak, Bruder, weißt du, wie viele Leute den verarscht haben? Da sagen die, du wurdest gespeist so. Die ballern, die rauchen, denken, Zigarette auf einmal, kriegen die Wahnvorstellung. So, und dieser Beamte, der Gottlose, der wollte mich auch machen. Erzähle gleich eine Geschichte. Ich habe ja Musik gemacht und so auch drin. Ich habe mein eigenes Musikstudio gehabt. Aber anderes Thema. Der Beamte weiß jetzt, er weiß an dieser Stelle, glaube ich, schon, wen ich meine. Der ist wieder im Dienst, ne? Der war halbes Jahr Urlaub, Bruder, der ist einfach wieder im Dienst. So mit geducktem Kopf so, die Oberratte der Nation. Guck mal, er verkauft einen Kollegen von mir, bringt ihn jedes Mal was zu rauchen. So, halbe Platte, eine Platte, auf ganz normal. Majun, Hashish. Hashish, okay. Ja, Mann. So, jetzt wird die Party zu heiß, Alter. Irgendwie finden die irgendein Handy und in diesem Handy ist ein Verlauf von dem Beamten und den Knacki. Die haben ein Handy gefunden, wo man herausnehmen konnte, also daraus entnehmen, anhand des Verlaufes konnte man entnehmen, dass diese beiden Personen, Mr. X und der Kollege von mir. Dass die zusammen geschafft haben? Genau. So, das heißt, ich nenne den mal Abu Sharmut, den Beamten. Ne? Oder Ibn Sharmut. Der ist jetzt Kacke am Dampfen, Bruder. Sein Arschloch ist am Pfeifen. So. Der weiß Kacke, miese. Er muss was machen. Was macht der Bastard, um sich sauber zu machen? Der nimmt den dümmsten Vollidioten vom Knast, Bruder. So, liebe Grüße an der Stelle an Brent, der weiß, wenn er sieht, der Arme. Der klebt den einfach einen Briefumschlag unter seinen Schrank mit Spice. Boah. So, das heißt, Brent kommt von der Arbeit, zack, denkt an nichts so. Und sagt der Bereichsleiter, hören Sie mal her, bla bla bla, kommen Sie mal mit. Ja, was ist los? Dann holt er so eine Tüte raus, er so, kennen Sie das hier? Er so, nein. Wissen Sie, was das ist? Er so, nein. Ja, das haben wir unter Ihren Schrank gefunden. Ich sag mal so, der Beamte, Herr Vogel. Und Herr Vogel, heißt er.
Das passt sogar. Und dann hat der Vogel ihn einfach ein Paket untergejubelt, Alter. So, man könnte jetzt sagen, egal, Brent ist voll der Asi, war Dealer. Man könnte jetzt aber auch sagen, weil guck mal, was später passiert. Dadurch, ich habe dir gerade gesagt, ich habe ein Studio gehabt. Ich habe einen Schlüssel vom Schrank gehabt. Ich habe ein Rode Mic gehabt, Bruder. Interface, ich habe alles gehabt. Wir haben da produced, wir haben da geile Beats gebastelt. Der Typ ist ein Vergewaltiger oder ein Pedo. Und der kommt dann rein. Der wird ja im Knast schon bearbeitet. Damit er aussagt. Der Polizist sagt immer zu, die bringen dich um, die vergewaltigen dich, wenn du in den Knast kommst. Dementsprechend kommt er auch rein. Die kommen zum Produkt, Bruder. Die kommen, keiner von denen läuft aufrecht. Die wissen schon. Die kommen geduckt. Jetzt ist es richtig. Ist der dann auch vergewaltigt, Bruder, von den Insassen? Bruder, jetzt inzwischen, der Staat, Bruder, ist die hart am Schützen, Bruder. Weil die Suizidquote bei denen sehr gestiegen ist. Mit den Jahren, Bruder, weil die von allen Seiten... Ja, Mann. Die haben den mit 6 Stichen genäht, Alter. Nein. Ich schwöre dir, Bruder, einfach in den Arsch. Die Hose, das war so ein fetter Hundesohn. Oh Mann, Alter. Ey, an der Stelle bitte, ist kein Aufruf zur Gewalt, ne? Das war das Interview, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.